Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen. Das sehen Sie hier. Technischer Betriebswirt IHK in 28 Tagen. Weitere Informationen dazu unter www.spaßlerndenk.de. Und ich bin gerade dabei, Sie durch den Rahmenplan zu führen. Sie sehen die Struktur. Wirtschaftliches Handeln, erster Prüfungsteil. Management und Führung, zweiter Prüfungsteil. Projektarbeit und Fachgespräch, dritter Prüfungsteil. Allgemeine VWL, unter diesem Oberpunkt haben wir uns angeschaut. In diesem Video geht es um Rechnungswesen. Und zunächst einmal geht es um die Aufgaben der FIBU, so nennt man das nämlich, die Finanzbuchhaltung. Was soll sie? Wir werden sehen, dass das ein Ordnungssystem ist, ein wichtiges Ordnungssystem, dass wir den Überblick behalten und dass wir auch natürlich gesetzlichen Vorschriften genügen müssen. Dann kommen Bilanzierungsgrundsätze. Im Laufe vieler Jahre haben sich Regeln entwickelt, wie man eine Bilanz zu schreiben hat. Das muss man wissen. Und auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat. Denn die hat man durchaus. Und dann geht es um die Bilanzanalyse. Ich nehme mal das kürzere Wort. Im Rahmenplan heißt es offiziell Interpretieren von Jahresabschlüssen. Aber das meint genau das. Eine Bilanz zu analysieren. Was sagt sie aus? Und auch, was sagt sie nicht aus? Und nach der FIBU kommt nun die BIBU, die man auch nennt die Kostenrechnung oder eigentlich besser Kosten- und Leistungsrechnung. Ich benutze mal hier die Abkürzungen, weil das einfach schneller geht. Es gibt irgendwie Kosten- und Leistungsrechnung, das heißt, wir werden Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgerrechnung selbstverständlich kennenlernen. Und dann geht es um Kostenrechnungssysteme. Das meint Systeme wie Voll- und Teilkostenrechnung, aber auch die Plankostenrechnung zum Beispiel und die Prozesskostenrechnung. Wichtige Systeme der letzten Jahre, die sich entwickelt haben, um ein Unternehmen besser steuern zu können. Apropos Steuern, dann kommt noch das Gebiet Steuern. Ja, hier geht es darum, Steuern in den Grundzügen zu wissen, zu kennen. Es geht nicht darum, Steuerberater zu werden, aber man sollte schon als unternehmerisch denkender Mensch wissen, dass es Steuern gibt, welche Arten, wie hoch sie sind und so weiter. Das wäre das zweite Gebiet, Rechnungswesen. Wenn Sie Interesse haben an einem Schnelllehrgang, schauen Sie mal auf www.spaßlerndenk, gehen wir mal kurz eben rüber. Dann landen wir nach kurzer Zeit auf meiner Seite, Deutschland Schnelllernspezialist. Und hier sehen Sie den technischen Betriebswirt in 28 Tagen. Hier sehen Sie Termine, Zugangsvoraussetzungen und alle weiteren Informationen. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.